Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Klaus-Erich Bötzkes. Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Polizistinnen und Polizisten, die über Jahre hinweg Hakenkreuze und Hetze auf WhatsApp teilen, und das soll keinem Kollegen aufgefallen sein. Das ganze Ausmaß des Skandals um rechtsextreme Chatgruppen bei der nordrhein-westfälischen Polizei lässt sich noch nicht abschätzen. Landesinnenminister Reul versprach im Düsseldorfer Landtag heute umfassende Aufklärung und Konsequenzen. Der Präsident des Bundeskriminalamtes Münch warnte vor einem generellen Vertrauensverlust in die Sicherheitsbehörden. Wie groß ist das Problem mit Rechtsextremismus bei der Polizei? Am Mittag hat NRW-Innenminister Reul den Landtag informiert, berichtet von 30 betroffenen Polizistinnen und Polizisten. Er verspricht detaillierte Aufklärung und fordert ein Umdenken in der Polizei. Wenn wir hinkriegen, dass gesunde Kollegialität was anderes ist als falscher Chorgeist, wenn wir es hinkriegen, dass sie aufeinander aufpassen, statt abzuschotten, wenn wir sie dazu kriegen, dass sie helfen. Wir brauchen eine neue Kultur. Die Grünen sehen ein strukturelles Problem bei der Polizei. Sie fordern, dass sich der Innenausschuss im Bundestag mit dem Thema beschäftigt. Die Vorfälle in mehreren Bundesländern, die alle miteinander vergleichbar sind in irgendeiner Weise, nähren natürlich den Verdacht, dass wir es hier mit einem länderübergreifenden Netzwerk zu tun haben, bei dem wenige rechtsextremistische Polizisten sich untereinander vernetzen, um die polizeiliche Infrastruktur für ihre Ziele einzusetzen. Die Gewerkschaft der Polizei fordert nun eine schnelle und umfassende Aufklärung. Anonymen Meldestellen, wie sie Politik und Kriminologen fordern, erteilt die Gewerkschaft aber eine Absage. Wir müssen die Kolleginnen und Kollegen dazu bringen, dass sie den Mut haben, wenn ein solches Fehlverhalten bekannt wird oder Anhaltspunkte dafür da sind, dass sie sich auch öffnen und entsprechend Vorgesetzte informieren oder sich an andere Vertrauenspersonen wenden. Das Bundeskriminalamt befürchtet einen Vertrauensverlust der Sicherheitsbehörden. Deshalb müsse nun mit aller Deutlichkeit gesagt werden, dass rechtsextremes Gedankengut in der Polizei keinen Platz habe. Das sei nicht so eine beliebige Schwankung, hat der Berliner Virologe Drosten heute mit Blick auf die neuesten Corona-Zahlen gesagt und wörtlich hinzugefügt: Wir sind jetzt wieder im Anstieg. Zuvor waren im Robert-Koch-Institut 2.194 neue Infektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet worden. Das ist der höchste Wert seit Ende April. Den Hausärzten bereitet diese Entwicklung Sorge. Sie sind die erste Anlaufstelle für Patienten und sie könnten regelrecht überrannt werden, falls im Herbst die steigenden Corona-Zahlen einhergehen mit einer schweren Grippewelle. Nun kann man sich zwar gegen die Grippe impfen lassen, aber möglicherweise gibt es in diesem Jahr nicht genug Impfstoff für alle. Die Frage ist dann, wer bekommt eine Impfung und wer nicht? Wolfgang Kreischer hat in fast 35 Jahren als Hausarzt schon viele Grippewellen erlebt. Er rechnet damit, dass sich in diesem Jahr viel mehr Menschen als sonst impfen lassen. Auch solche, die nicht zur Risikogruppe gehören. Ich höre es von Patienten, dass der Orthopäde impft. Ich höre es von Patienten, dass der Gynäkologe impft. Das ist grundsätzlich nicht schlecht. Aber diese Ärzte impfen dann oft auch Nicht-Risikopatienten. Und das ist schlecht, weil der Impfstoff sonst knapp werden könnte. 26 Millionen Dosen sollen in Deutschland bereitgestellt werden, deutlich mehr als sonst. Das Robert-Koch-Institut rät, diese vor allem für Risikogruppen, also ältere und kranke Menschen, sowie für medizinisches Personal zu verwenden. Der Vorsitzende des Deutschen Hausärzteverbands setzt eher auf Herdenimmunität durch breites Impfen und ist gegen Einschränkung. Da soll man nach meinem Dafürhalten die Grenzen nicht so eng ziehen, sondern zusehen, dass man vielleicht möglichst viele hat, um eben auch nicht Geimpfte schützen zu können. Also ich glaube, dass 26 Millionen ein bisschen knapp sind. Ich bin jetzt nicht dann Mathematiker, aber ich könnte mir vorstellen, das Doppelte würde nicht schaden. Dafür aber ist es zu spät, weil die Produktion des Impfstoffs rund ein halbes Jahr dauert. Möglich also, dass Nicht-Risikopatienten von ihrem Hausarzt von einer Impfung abgeraten werden wird. Nach dem Brand im Flüchtlingslager Moria hat die griechische Polizei hunderte obdachloser Geflüchteter in ein neues Übergangscamp gebracht. Vor dem improvisierten Zeltlager auf der Insel Lesbos bildeten sich lange Schlangen. Dort sollen bis zu 8000 Menschen untergebracht werden. Viele Flüchtlinge weigern sich aber, in ein neues Camp zu ziehen, weil sie befürchten, dort wieder monatelang festzusitzen.
Mindestens eine Person kam ums Leben, eine weitere wird vermisst und die Schäden gehen mutmaßlich in die Milliarden. Hurricane Sally hat an der Golfküste der USA schwere Zerstörungen angerichtet. In den Bundesstaaten Alabama und Florida fielen zahlreiche Häuser dem Sturm zum Opfer. Und Meteorologen warnen bereits vor weiteren heftigen Regenfällen. Hurricane Sally trifft im Südosten der USA auf Land. Eigentlich hatten Experten den Hurricane als weniger stark eingestuft. Doch weil er sich langsam bewegt, richtet er größere Schäden an. Drückt riesige Wassermassen ins Landesinnere. Ich habe ein bisschen geschlafen, aber als ich wieder aufgewacht bin, war mein Vorgarten ein See. Meine Frau hat geweint, sie hat so etwas noch nie gesehen. Auch meine Kinder hatten Angst. Mindestens ein Mensch kommt durch den Hurricane ums Leben, ein weiterer wird vermisst. Viele Häuser sind zerstört. In der Region sind über eine 500.000 Haushalte ohne Strom. Präsident Trump sagt den betroffenen Bundesstaaten die Unterstützung der Regierung zu. Dennoch sieht er die Region gut gerüstet für den Kampf gegen die Fluten. Wir haben mit allen Gouverneuren gesprochen und es gibt eine gute Kombination aus Kampfgeist und Zusammenhalt. Sie haben ein enorm gutes Gespür für die Arbeit mit den Hurricanes bekommen. Sie sind sehr gut darin geworden, denn wir haben sicherlich schon viele gehabt, seit ich hier bin. Auch für die nächsten Tage erwarten Meteorologen viel Regen. Es werde noch Wochen dauern, bis sich die Lage im Südosten der USA wieder normalisiere. Halten Sie Abstand, bleiben Sie auf Distanz, so lautet das Gebot nicht nur der Stunde, sondern der letzten Monate. Corona entfernt die Menschen voneinander, dabei waren Berührungen vor der Pandemie allgegenwärtig. Nicht nur im Alltag, auch in der Kunst wimmelt es nur so von Menschen, die einander sehr nahe kommen. Das hat nun eine Ausstellung in Bremen inspiriert. Berührungen sind ein wesentliches Bedürfnis. Dieses Bedürfnis in verschiedenen künstlerischen Facetten darzustellen, darum geht es den Machern der Ausstellung Berührend im Paula-Modersohn-Becker-Museum in Bremen. Seit einem halben Jahr dürfen wir uns nicht mehr berühren, müssen wir Abstand halten. Und wir haben versucht, über die Kunst, in der Kunst Werke zu zeigen, wo sich Menschen berühren, um dieses Thema der Wichtigkeit der Berührung nochmal herauszustellen. 60 Werke auf 3 Etagen aus verschiedenen Jahrhunderten. Eine Kunstschau, die im Frühjahr aus der Not geboren wurde. Im März wurden die Museen geschlossen und beim Rundgang durch unsere Sammlungen ist uns aufgefallen, wie häufig Menschen sich umarmen, welche Kunstwerke es bei uns in der Sammlung gibt, die das thematisieren. Und darauf haben wir aufgebaut und daraus ist jetzt diese große Ausstellung geworden. Eng begleitet wird die Ausstellung auch von Fachleuten, die nichts mit Kunst zu tun haben, dafür aber mit Berührungen. Wie zum Beispiel einem Neurologen, dem das Thema sehr am Herzen liegt. Es ist ganz klar, dass wenn man berührt wird, der Stress sinkt, der Blutdruck sinkt, die Herzfrequenz sinkt. Das sind ganz klare physiologische Funktionen, die man messen kann und sofort auch zeigen kann. Am Samstag öffnet die Ausstellung für das Publikum. Zu sehen sein wird sie dann bis Ende Januar. Und hier noch rasch die Wetteraussichten. Morgen scheint in weiten Landesteilen die Sonne. Nur südlich der Donau gibt es anfangs kompaktere Wolken- und Nebelfelder. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 und 28 Grad. Die nächste Tagesschau hier im Ersten gibt es um 20 Uhr. Die Ausgabe um 16 Uhr können Sie hier in unserem Nachrichtenkanal Tagesschau24 sehen.